Es gibt den weltweiten Lebensstandardvergleich. Die soziale Frage, die früher vornehmlich eine nationale war, ist plötzlich eine Menschheitsfrage geworden. Und G7 und G20 und der UNO fällt ja zur Lösung bisher nichts ein. Und jetzt wird durch die Pandemie deutlich, wenn aber auch alle armen Völker geimpft werden müssen, und zwar also möglichst umfassend, ja, wer bezahlt denn das, wenn sie es nicht bezahlen können? Und da gibt es immer, finde ich, muntere Vorschläge, die mich auch erreichen, wo mir die Leute schreiben, die haben alle Ideen, wie man das machen könnte. Aber begriffen haben sie es, dass wir uns gar nicht leisten können, dass die Menschen in Afrika nicht geimpft werden.